Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich dir grundlegende Kenntnisse beim Erstellen einer vorwissenschaftlichen Arbeit, einer Diplomarbeit oder Seminararbeit vermitteln möchte. Und wir machen das hier mit Word 2016. Und in diesem 11. Video geht es jetzt darum, wie stelle ich den rechten Seitenrand ein, zum Beispiel auf 2 cm. Ich bin also hier in meinem Dokument, gehe dann auf Layout und habe dann hier auf der linken Seite die Möglichkeit, den Seitenrand einzustellen. Das heißt, wie schaut der Abstand von links aus, wie schaut er von rechts aus, in diesem Abschnitt, in dem ich mich gerade befinde. Gehe auf Seitenränder, benutzerdefinierte Seitenränder und kann hier dann zum Beispiel den Abstand auf der linken Seite einstellen, aber auch auf der rechten Seite. Und hier will ich ihn dementsprechend dann, weil ich jetzt hier 2 cm wählen möchte, nehme ich hier dann 2 Zentimeter. Hier unten kann ich mich entscheiden, nehme ich das nur für den aktuellen Abschnitt oder für das gesamte Dokument. Wenn ich hier gesamtes Dokument erstelle, würde wirklich auf allen Seiten das hier dann so eingestellt werden. Ich mache das jetzt einmal, klicke auf OK. Und tatsächlich hier auf der ersten Seite und auf der zweiten Seite, obwohl ich hier dann eben einen neuen Abschnitt habe, du siehst das hier, wird der Seitenrand dann auf 2 cm eingestellt. Vor allem, ich das auf dem linken Seitenrand gemacht habe, da habe ich das nur auf den jeweiligen Abschnitt gemacht. Dann ist es nur hier wirklich in diesem Abschnitt dann passiert. Ja, jetzt weißt du, wie man Seitenränder rechts und links einstellen kann.